Schirmer hier, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und in dieser Folge geht es um das Pareto-Prinzip und es geht darum, ja, wie du das Pareto-Prinzip für den Aufbau deines Geschäfts am besten nutzen kannst, wie du ja, es als Networker im Network-Marketing vernünftig einsetzen kannst. Am Ende habe ich noch eine kleine Überraschung für dich und wenn dich interessiert, wie du das Pareto-Prinzip ja, für dich erfolgreich einsetzen kannst, dann bleib jetzt dran und lass uns da auch dann gleich loslegen, keine Zeit verlieren. Das Pareto-Prinzip stammt von Vilfredo Pareto und Vilfredo Pareto hat zu seiner Zeit damals herausgefunden, dass ca. 20% der Bevölkerung ja rund 80% des Grundbesitzes besitzen. Ja? Und dann hat man im Laufe der Zeit halt immer festgestellt oder immer mehr festgestellt, dass dieses 80-20-Prinzip auch in vielen verschiedenen Bereichen unseres Lebens halt quasi vorkommt. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass in vielen Unternehmen oder in einigen Unternehmen halt, dass 80% des Umsatzes zum Beispiel von 20% der Kunden verursacht wird. Man hat festgestellt, dass 80% der Abschlüsse und der Ergebnisse von 20% der Verkäufer gemacht wird. Natürlich ist es nicht in Stein gemeißelt, dass es immer 80-20 sind. Manchmal ist es auch 70-30 oder 90-10. Aber es geht auch gar nicht so sehr um die Zahl, sondern viel wichtiger ist die Erkenntnis, die dahinter steckt, dass du immer ja, ein gewisses Ergebnis hast, was von einem gewissen Gesamtaufwand hergestellt wird. Und das ist wichtig zu wissen. Und jetzt, wenn du dein Geschäft aufbaust, gerade nebenberuflich, hast du ja nur begrenzt Zeit. Das heißt, du hast 5, 10, 15 Stunden die Woche Zeit und diese Zeit musst du ja sinnvoll nutzen, um dein Geschäft aufzubauen. Und da ist es natürlich wichtig und da fragt sich dann auch der clevere Networker, was sind denn meine 20%, die mir 80% der Ergebnisse liefern, ja? Und völlig egal, ob es dann 70, 30 oder 90, 10 sind. Und da möchte ich dir gerne zwei Einsatzgebiete zeigen, wo dir das Pareto-Prinzip wunderbar helfen kann. Wenn du erfolgreich im Network-Marketing sein willst, dann gibt es im Prinzip drei Dinge, an denen du arbeiten musst, damit du Ergebnisse produzierst. Das ist zum einen die Vertriebspartnergewinnung, ja, es ist die Kundengewinnung und es ist das Generieren und den Ausbau oder das Generieren von Empfehlungen und der Ausbau deiner Liste, ja, entweder deine Namensliste oder wenn du online arbeitest, deine E-Mail-Liste, deine Messenger-Liste, wie auch immer, ja. Also wichtig ist das Generieren von Leads, neuen Interessenten, damit sie dann halt später Kunden werden. Und das sind eben diese drei Punkte, auf die du dich in dieser Zeit eben halt fokussieren solltest. Und da musst du für dich halt einfach rausfinden, welche Tätigkeit ist die Tätigkeit, die dir am meisten Ergebnis bringt. Wenn du zum Beispiel, ja, machen wir es mal ein bisschen konkreter, wenn du zum Beispiel feststellst, ja, dass du 10 Stunden die Woche Zeit hast und du kannst jeden Tag, ich sag mal, 1 bis 2 Stunden dafür aufbringen und stellst fest, dass du in einer Stunde 5 bis 10 Menschen auf eine Geschäftspräsentation einladen kannst, auf ein Webinar einladen kannst, auf eine Videopräsentation einladen kannst. Dann sind es bei 10 Stunden, 10 Leute sind dann 100 Leute, die du auf eine Präsentation oder auf ein Video oder auf ein Webinar einlädst. Und das jetzt hochgerechnet, ja, mal aufs ganze Jahr, dann stellst du fest, dass du Unmengen an Menschen auf diese Präsentation einladen kannst, wenn du nur diese eine Sache konsequent tust. So, und jetzt ist einfach die Frage, wenn du schon vielleicht ein bisschen länger im Network Marketing dabei bist, frag dich mal, wie viele Menschen hast du letztes Jahr, letzten Monat, letzte Woche, diese Woche ja, auf ein Webinar eingeladen, auf eine Videopräsentation oder ja, auf eine Geschäftspräsentation geholt. Ja? Und das ist genau der Unterschied. 20% der Aktivitäten führen eben zu 80% des Ergebnisses. Ja? Es ist halt ein Unterschied, ob du im Jahr mit einer Tätigkeit 1000 bis 2000 Leute auf eine Geschäftspräsentation einlädst oder ob du viele Dinge tust, ja, und nur 50 bis 100 auf eine Geschäftspräsentation einlädst. Das Ergebnis hinten raus ist eine ganz einfache, ist ein ganz anderes. Und das Schöne an der Sache ist, viele wollen ja immer mehr Zeit, ja, haben und trotzdem gutes Geld verdienen. Und wenn das Ziel ist, dann ist es wichtig, dass du den Fokus hast auf diese Sache, die 20% Aktivität, die dir eben 80% des Ergebnisses bringt. Und die musst du rausfinden. Und dazu aber gleich noch mehr. Das zweite Einsatzgebiet ist,
Wenn du dich auf diese 20% Aktivität konzentrierst, dann wirst du früher oder später neue Vertriebspartner rekrutieren. Du wirst neue Vertriebspartner im Team willkommen heißen können. Und wenn das dann passiert, dann musst du diese ja auch ausbilden. So, und da gibt es jetzt viele, viele Dinge, die man beachten kann. Ja? Meine Empfehlung und das, was ich aus den letzten 13 Jahren so für mich gelernt habe, ist, du kannst den Menschen nicht in den Kopf schauen, egal wie sehr du die Menschen vorqualifizierst etc. Du weißt nie, ja, wer tatsächlich dann ins Tun kommt. So, und ich habe für mich über die Jahre eine Regel aufgestellt, die heißt 120-4-1. Das heißt, wenn ich 100 Teampartner im Team habe, egal ob jetzt direkt oder indirekt, dann ist in der Regel so 20 davon, die aktiv werden, die also halt was produzieren, die ein Ergebnis abliefern. 4 davon sind dann die, die dann früher oder später auch mal Führungskraft werden. Und einer davon, das ist der, der richtig, 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 richtig Gas gibt und der dann halt eben Großes erreichen kann. Ja? So, und diese Regel, die hat sich bei mir so rauskristallisiert. Die muss bei dir nicht so sein, ja. Und du kannst auch immer dran arbeiten, dass das besser wird und so weiter, ja. Kannst du alles machen. Für mich ist die Zahl halt in etwa so. Und deshalb konzentriere ich mich darauf, ja. So, das ist der eine Punkt, der wichtig ist. Und was solltest du jetzt tun, damit du, weil wichtig ist ja, wir müssen ja alle 100 ausbilden, ja. Wir müssen ja allen 100 die gleichen Informationen geben, damit sie Ergebnis produzieren können, weil wir wissen nicht, wer von den 100 sind die 20, wer von den 100 sind die 4, wer von den 100 ist der eine, ja, zumindest nicht zu Beginn. So, und deswegen sind zwei Dinge extrem wichtig. Du brauchst einen Onboarding-Prozess, der möglichst oder sehr stark automatisiert ist, sodass jeder zu Beginn, eine sehr einfache Reihenfolge hat, die es umzusetzen gilt. Ist wichtig wegen der Duplikation. So, und dass du einfach im Prinzip nur noch abfragen musst, hast du es getan, hast du dies getan, ja, und dass du einfach siehst, okay, wer fokussiert sich denn als der 20er, als der 4er und als der 1er raus, ja, hört sich immer ein bisschen böse an, natürlich ist es in der Praxis alles sehr liebevoll, ja, aber du brauchst für dich ja einen gewissen Anhaltspunkt. Der zweite Punkt ist dann der, dass du extrem viel Zeit sparen kannst, wenn du, ich nenne es das Prinzip, keine Leistung ohne Gegenleistung, ja, natürlich gehen wir immer, also ich persönlich gehe immer in Vorleistung, aber wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt zum Beispiel Dinge wie, die Neukundengewinnung bei mir funktioniert nicht, ja, dann könnte ich jetzt einen 2 Stunden Coaching-Call draus machen und können der Person erklären, wie sie an neue Kunden kommt, wie sie an neue Vertriebspartner kommt. Ich kann aber auch erstmal abfragen, hey, was sind denn deine Ziele? Was möchtest du denn erreichen? So, und wenn ich die Ziele kenne, und das ist die Grundlage für diesen Punkt, ja, wenn ich die Ziele kenne, dann kann ich immer eine konkrete Aufgabe stellen. Nämlich eine Aufgabe, die zum Ziel führt. Ja, also mach ein Beispiel. Jemand kommt zu mir und sagt, ah, ich gewinne keine Kunden. So, ich kenne jetzt die Ziele von der Person. Dann kann ich sagen, okay, schreib doch mal deine Namensliste. Ja, erstell mal die Liste mit den 50 Menschen, wo du eventuell als deine Kunden haben möchtest. So, und dann gebe ich die Aufgabe mit und jetzt kristallisiert sich von ganz allein raus, weil viele Menschen werden gar nicht mehr auf dich zukommen, weil sie die Aufgabe nicht umsetzen werden. So, und das sind weder die 20er, noch die 4er, noch die 1er. Und die Leute, die das umsetzen, ja, die gehören schon mal zu den 20%. So, und dann kann ich die nächste Aufgabe stellen. Das heißt, das ist dann der nächste Schritt, der in Richtung des Ziels führt. Ja? So, und so sparst du dir extrem viel Zeit und du musst nicht Präsentationen machen, du musst nicht irgendwelche PowerPoint-Folien machen für deine Präsentation, womit man so den ganzen Tag sich halt beschäftigen kann, sondern du kannst dich auf das konzentrieren, was tatsächlich notwendig ist, nämlich Menschen in die Handlung bringen. Und wer halt nicht handeln will, der will halt nicht handeln. Und der handelt aber auch nicht, wenn du 2 Stunden Motivationsvortrag hältst oder 4 Stunden eine Grundausbildung machst, sondern Menschen, die handeln wollen, die setzen die Ratschläge von dir um. Ja? Die setzen das um, was du ihnen vorgibst. Und das sind 2 Einsatzgebiete, wie du das Pareto-Prinzip für dich einsetzen kannst. Und jetzt gilt es einfach nur noch herauszufinden, wie du oder welche 20% der Aktivitäten, ja, und welche 20% der Menschen in deiner Organisation eben für die
für die Ergebnisse verantwortlich sind. Und wie du das herausfindest, da habe ich dir unterhalb des Videos einen Blogartikel verlinkt. Und in diesem Blogartikel zeige ich dir, kriegst du zum einen noch mehr Informationen zu den Themen, die wir jetzt hier angerissen haben, aber du kriegst auch eine kleine Liste, wie du deine 20% Aktivitäten rausfinden kannst. Okay, ich hoffe, die Zeit, die du jetzt in das Video investiert hast, war für dich sinnvoll. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß nie, für wen die Infos wichtig sind. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, einfach abonnieren, verpasst du keine weiteren Folgen hier mehr. Ansonsten schreib mir gerne deine Fragen, Ergänzungen zu dem Video, Kommentare. Freue mich da von euch zu hören. Ja, und dann sehen und hören wir uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao. Thank you.